Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Und heute habe ich zwei Sachen. Und zwar das Hauptthema ist natürlich, wie ihr schon im Titel gesehen habt, die Club Nintendo Ausgabe. Aber ich möchte euch noch mal kurz mein eigenes Werk oder Büchlein oder wie man es auch bezeichnen will, beschreiben. Ich habe schon im Community-Tab ja euch gesagt, dass ich ein kleines Büchlein geschrieben habe und dass ihr das bald käuflich erwerben könnt. Das hier ist der Probedruck. Das wird noch alles etwas anders aussehen. Das wird dann für 7 Euro inklusive Versand erhältlich sein. Weitere Infos kommen dann noch. Ich mache noch ein getrenntes Video dazu auf jeden Fall. Momentan ist es so, dass es Anfang der Woche hier dieses Probeexemplar gar kam und ich muss noch schön korrigieren und alles ein bisschen schöner machen. Zum Beispiel so kleine Fehler wie hier zum Beispiel die Seitenanzahl, dass die hier bei den geraden Seiten eher auf der Außenseite sein wird und so, sollte und so weiter. Ja, das ist alles so der Lernprozess. Es ist ein spannendes Projekt geworden. Aber wie gesagt, sobald das käuflich zu erwerben ist, werde ich natürlich ein gezieltes Video darüber noch machen, das Buch genauer vorstellen. Ich möchte es euch nur mal so ein bisschen in Aktion zeigen. Es wird ungefähr so aussehen. Es ist DIN A5 Größe. Mein Traum war ja eigentlich, das Ding auch so exakt in der Gameboy Größe zu haben. Aber das wäre sonderdruckmäßig viel zu teuer gewesen und so preis-leistungsmäßig wäre das leider nicht möglich gewesen. Das Buch hat 52 Seiten, ne, mit den natürlich obligatorischen Testseite zum Schluss. Es sind besprochen 49 Spiele insgesamt. So dick ist das Buch ungefähr. Mir war wichtig, dass die Papierqualität gut ist. Wie man sieht, sind die Seiten schön dick, alles natürlich farblich gestaltet und im Prinzip kann man so sagen, die Spiele werden im Prinzip so besprochen, dass ein kleiner Screenshot, natürlich die Grunddaten gezeigt werden und natürlich eine kleine Beschreibung. Text ist auch sogar die Original Gameboy Schriftart. Das war mir wichtig, um so ein bisschen Charme noch reinzukriegen. Alles hat natürlich eine Gurkenwertung mit ein paar Sternen und Vorwort, das wird hier alles natürlich im Detail geklärt. Wie gesagt, ich bin noch in der Korrekturphase. Wenn das hier rauskommt in der nächsten Woche, werde ich das den Druck in Auftrag geben. Und wenn alles wirklich da ist und eine gute Qualität hat, mache ich das Video, stelle es euch nochmal genauer vor und dann könnt ihr das auch bestellen. Ich will einfach sicher gehen, dass die Qualität stimmt. Wisst ihr, nicht, dass ich jetzt schon Vorbestellungen entgegennehme und dann zieht sich das irgendwie noch wochenlang, wenn es schief läuft, irgendwie in die Länge. Habe ich keine Lust drauf, ihr wahrscheinlich auch nicht und deswegen wird das so sein. Und wie gesagt, kleines Heftchen oder Büchlein, egal wie man es nennen will, hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber da werde ich dann nochmal genauer drauf zukommen. Aber kommen wir zu dem Hauptteil dieser Sendung oder Folge. Und zwar zum Club Nintendo aus dem Juni 96. Hauptstory ist Pinocchio. Ein sehr schönes Spiel, finde ich. Und das ist natürlich, ne, kostenlos für alle den Nintendo-Fans. Und das sind wir, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schneiden einfach mal super rein. Teasen natürlich jetzt so langsam, aber sicher das Nintendo 64 an. Ist klar, das stand in den Startlöchern und da muss man natürlich so langsam auch den Hype aufbauen. Hier auch Werbung, ne? Also in den frühen Club Nintendo Ausgaben, da war ja gar keine Werbung so richtig, ne? Aber hier haben sie die Titelgeschichte und die Werbung. Ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, wer weiß, wer weiß. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich das hier so sehe, das Grunddesign der früheren Nintendo, Club Nintendo Ausgaben, die ich ja schon hier alle behandelt habe, gefällt mir persönlich etwas mehr. Das hier ist natürlich jetzt mitten in den 90ern angekommen. Es ist bunt wie die Hölle und komische Texturen und alles musste irgendwie abgesetzt sein. Mein Geschmack ist es jetzt nicht, aber ich würde sagen, gucken wir einfach mal. News, es gibt Super Mario Art T-Shirts, super. Denn den World of Nintendo Kalender 96, wow, super. Es gibt einen Wettbewerb und auch guckt euch das nochmal an. Das ist aus der heutigen Sicht so dunkel und waren wahrscheinlich stolz drauf, hier diese Wellentexturen im Hintergrund zu haben etc. Aber es ist echt nicht sehr angenehm und schön zu lesen. Also ich weiß nicht, überzeugt mich nicht, ich mag den Stil da echt nicht, das ist ja schon mal ein bisschen besser. Aber auch hier, ne, diese relativ, ich sag mal, preisgünstige
günstigen Renderer und so weiter. Ist schon sehr süß irgendwie auf jeden Fall. Hier kommen natürlich die schönen Fotos Monats, sehr schön, ne? Mit der Brille, ich zeig's mal hier. Guck, ob ich das Magazin. Hat er schön gemacht, ne? Mal gucken, was die Geschichte dazu ist. Da muss es ja irgendeine Geschichte zugeben. Und zwar, nachdem uns einige Briefe erreichten, in denen sich recht negativ über das Foto des Monats geäußert wurde, haben wir uns entschieden, wirklich nur noch ein Foto des Monats auszudrucken, der ein absoluter Kracher haben. Und den haben wir dieses Mal. Das Foto zeigt Markus Butnik aus Berlin, nachdem er den Nintendo 64 Artikel in der letzten Ausgabe gelesen hat. Einfach umwerfend. Lasst dich locker, Leute. Schickt uns auch weiterhin eure verrücktesten, abgedrehtesten Schnappschüsse. Echt? Da wurden echt die Fotos Monats Leute gedisst. Also kann ich mir vorstellen, ne? Also, man traut sich natürlich schon, sich da als Bild zu zeigen, aber dass ich denn so negativ über diese Fotos geäußert würde, das finde ich eigentlich schade, obwohl es in der heutigen Zeit ist, was ja leider auch nicht viel anders. Ne? Im Internet, da wird ja leider viel zu schnell gehatet und ähnliches, was nicht so cool ist. Kommen wir zu Willkommen in der dritten Dimension. Und zeigen den Game Boy. Ach, nee, das ist die E3. Ich dachte schon, die wollten jetzt irgendwie 3D-Sachen teasern, was das neue Nintendo 64 hier auf dem Kasten hat. Und in Super Nintendo und Game Boy passt nicht so ganz. Aber klar, ja, E3. Natürlich Neuvorstellung. Donkey Kong Land 2, Kirby Superstar. Ja, da gab es ja diese E3 ja schon so ein, zwei Jahre, glaube ich. Und da wurde das jetzt hier nochmal aufgearbeitet, was so gesehen ja auch gar nicht so schlecht ist. Ne? So ein kleiner Messeüberblick, so eine kleine Zusammenfassung natürlich hier für Nintendo 64, Super Mario 64, Wave Race 64, Pilot Wings 64, Star Wars Shadow of the Empire, das habe ich sogar damals auf dem PC gespielt. Also ich hatte das Nintendo 64 ja nicht, die Generation hatte ich geskippt und war dann ganz lange PC-Spieler. Deswegen ist das Nintendo 64 auch nicht meine Welt und gedanklich hört denn da auch so ein bisschen bei dieser Hardware-Generation an Konsolen so ein bisschen mein Kanal auch auf, weil ich dazu jetzt keinen Bezug habe. Und das hatte ich auf dem PC mit einer der ersten 3D-Beschleunigerkarten. Das war schon eine echt geile Erfahrung. Heute würde man natürlich sagen, Matschtexturen aus der Hölle, aber damals war es geil. Wobei das Nintendo 64 da natürlich hier nochmal andere Sichtweiten hatte wie hier. Ich glaube, das sah nicht ganz so aus, aber naja. Ja, Super Mario Kart geht natürlich immer, Cruisin' USA, GoldenEye 007, das wird natürlich der geile Shooter sein. Starwing, Turok weiß ich noch, wie das damals abgefeiert wurde ohne Ende. Ein Kumpel von mir hatte einen Nintendo 64, der Hendrik. Grüße an dich, falls du das hier sehen solltest. Der hat, glaube ich, sehr das abgefeiert, Turok, aber das war auch immer, auf dem PC gab es irgendwie coolere Shooter, sagen wir es mal so, ne? Irgendwie so ein bisschen. Terranigma, ja, auch wunderschönes Spiel, Rollenspiel, ich muss das auf jeden Fall mal nachholen. Ich habe das sogar in meiner Sammlung, aber das ist halt diese Sache mit diesen alten japanischen JRPGs für das Super Nintendo. Man braucht einfach viel Zeit und in der heutigen Zeit, ich meine, hat so ein Spieleüberangebot. Ich bin mittlerweile echt froh, wenn man weiß, okay, ein Spiel, das hast du in 6-7 Stunden durch, dann weiß ich wenigstens, ich kann das schaffen. Aber so ein ausufernden Spiel, das traue ich mir nicht ran, deswegen habe ich auch so wenig Rollenspieltests auf meinem Kanal. Nicht, dass es irgendwie so ist, dass ich die Spiele nicht mag, aber zeitkostenmäßig ist das einfach nicht so günstig, sagen wir es mal so. Finde ich aber sehr schön. Aber dass das jetzt so spät rauskam, das kam bestimmt in Japan früher raus, hundertprozentig, kann ich mir vorstellen, wundert mich etwas. Das hatte ich 96 gar nicht so auf dem Radar, ehrlich gesagt. Wobei ich natürlich sehr stark Secret of Mana abgefeiert habe und das wäre definitiv ein Spiel für mich gewesen. Aber nun gut, da habe ich damals auch das nicht mehr so verfolgt. Ne? Toy Story, ja, eigentlich auch ein ganz vernünftiges Spiel, dafür, dass es ein Spiel zu einem Film ist. Zumindest auf dem Super Nintendo ist es ganz interessant, weil sich da jedes Level so ein bisschen anders spielt. Also es gibt natürlich den Plattformer-Level, ist natürlich dieser vorgerenderte Stil, der passt allerdings dieses Mal ja auch zu der Filmvorlage. Dann gibt es natürlich Level, wo man so mit einem Kart auch rumheizt und so weiter. Also finde ich, da haben sie sich schon etwas Mühe gegeben, nicht nur einen langweiligen Standard-Plattformer herauszubringen.
Diese Mischung, die macht das Spiel gut aus, aber so richtig geil zu steuern und so weiter finde ich es persönlich nicht. Das scheint hier allerdings die Gameboy-Variante zu sein, glaube ich, die hier vorgestellt wurde. Die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur ein einfacher Plattformer. Die ist nicht so geil. Also wenn ihr die Auswahl habt, auf jeden Fall die Super Nintendo-Version spielen. Die Gameboy-Version ist okay, aber auch nicht so geil. Der Tetris Blast, was mit Tetris nicht mehr so viel zu tun hat, auch für den Gameboy. Die fallen jetzt ziemlich viel auf den Gameboy ab, ne? Hier steht gar nicht hier so oben Gameboy. Wahrscheinlich wollen sie das so allgemein offen halten, aber warum zeigen sie nur Gameboy-Screenshots? Mysteriös, würde ich sagen. Ja, Game Boy Blast ist halt wieder eine Variation dieser Tetris-Formel. Ist es ja so gesehen ja nicht. Das ist halt nur überein, dass es halt ein Puzzle-Spiel ist mit Blöcken. Da gibt es ja tausend verschiedene Varianten. Und hier halt noch ein bisschen mit Bomben garniert. Ganz ehrlich, wer es braucht. Also, Tetris ist natürlich geil und Klassiker, aber diese Tausenden an Iterationen, ne? Tetris 2 und hier Tetris und da Tetris. Klar, der Name war schon damals populär, das wollte man ausschlachten. Aber irgendwie, für mich ist das kein Tetris. Ach, hier haben sie sogar hier, ne? Zeigen sie sogar Tetris 2 und Kirby's Ghost Trap. Was ja mit Tetris, ja, also. Es gab halt viele dieser Puzzle-Spiele und finde, da verliert man auch echt die Übersicht. Gut, die meisten, die sind alle solide, ne? Also die kann man spielen, die sind alle nicht verkehrt. Aber so richtig geil, also vielleicht bin ich auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Also man kann es schön spielen und sowas, das ist natürlich hier so ein Puyo Puyo-Klon. Aber Tetris 2 hat nur, ha, das machen wir mit Farben. Hey! Darauf hat die Welt gewartet. Also ich weiß nicht, vielleicht feiert ihr die Dinger ja mehr ab. Also für mich ist das so ein bisschen Geldmacherei. Die haben natürlich ihren Markt auch bedient. Aber diese Unterschiede, die finde ich immer so, okay, ah, okay, das hat das den Spin. Hey, wenn ich bedenke, dass ihr denn damals irgendwie, wie teuer waren damals Gameboy-Spiele? So 60, 70 Mark doch bestimmt, oder? Oder 50 Mark. Ich habe so 50 Mark im Hinterkopf, aber es kann natürlich auch sein, dass ich so gewohnt bin, dass so Spiele 50, 60 Euro kosten, dass ich das jetzt so umrechne. Aber wegen so einem anderen Spin hat sich das ist für mich nicht gelohnt. Was haben wir denn hier? Das 1x1 der Abenteuer. Ach, da stellen sich jetzt noch so ein paar ältere Rollenspiele vorne. Hier Zelda, Secret of Evermore, Illusion of Time. Das ist natürlich hier Secret of Mana. Aber auch hier sieht man wieder, dann haben sie es mit dieser Hintergrundtextur viel zu gut gemeint, hier diese Überschriften hier zu lesen. Also klar zu lesen ist das echt nicht. Was haben wir denn hier? Young Merlin, das habe ich mir sogar hier letztens geholt. Den Pickups muss ich mal spielen, finde ich sehr interessant, das ist von Westwood ein Ding. Soul Blazer, Flashback, was haben wir hier noch? Zelda Link to the Past, klar. Might and Magic, da weiß ich noch, ich habe das auf dem Computer, auf dem 386er, habe ich Might and Magic versucht zu mögen. Weil geiles Rollenspiel, super viel Input, aber nee. Die war mir schon damals zu sperrig und die jetzt nochmal zu spielen. Man mag da vielleicht ein Hardcore-Fan sein, aber ja. Secret of Evermore, Secret of Mana und das war's. Jetzt zeigen sie noch Illusion of Time. Ja, ist eine gute Auswahl. Ist natürlich, warum haben sie jetzt versucht, so alles reinzuwerfen und irgendwie nochmal an den Mann zu bringen. Also Might and Magic, ich hatte zumindest damals keinen Freund, der das hatte. Aber auch so Young Merlin und sowas, das sind alles schon eher die Exoten. Ne? Aber na gut, es ist ja schön, dass mal so eine Doppelseite nochmal so ältere Spiele empfehlen. So, hey, falls dir Zelda gefallen hat, wird dir vielleicht Mighty Magic gefallen. Also ich persönlich aus der heutigen Sicht glaube ich jetzt eher nicht. Aber hey, man kann es ja mal versuchen, ne? Kostet ja nichts. Hier so mal Secret of Evermore im Detail. Ist auch eine coole Zeichnung, ne? Finde ich auch interessant, das Spiel, weil das so eine eher düstere Stimmung hat. Auch das habe ich leider jetzt nicht großartig in der Gänze gespielt, aber hey, ach, hier haben sie sogar noch so eine kleine Übersicht denn hier. Battle of Olympus, das muss ich mir auch noch unbedingt für meine Sammlung holen, da habe ich voll Bock drauf. Sword of Hope ist, glaube ich, auch so ein Ego-Perspektive-Rollenspiel, sieht auch interessant aus.
Mystic Quest natürlich super, Gargoyles Quest, ja, so ein bisschen Rollenspiel schon dabei, ne? Link's Awakening natürlich und hier finde ich aber ganz cool, ne? Auch so Besonderheiten, ne? Wie Polygongrafik oder deutsche Texte und dass es dann Spieleberater zum Beispiel gibt und so weiter. Ach, und hier sogar mit entsprechender Schwierigkeitseinschätzung. Das ist natürlich echt gar nicht so verkehrt. Ja. So, keine Zelda, Ansteiger, fortgeschrittene Profis. Alle haben sie Spaß mit, womit sie nicht ganz Unrecht haben, aber ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad her sollte man das vielleicht eher einschränken. Also für Profis nicht unbedingt, weil so Hardcore ist Link's Awakening ja nicht. Es ist schon eher für die Masse produziert, sage ich mal. Ne? Aber schön, dass sie hier so eine kleine Übersicht haben. Breath of Fire 2. Sieht alles echt interessant aus. Finde ich sehr, sehr, sehr coole Übersicht. Finde ich einen guten Ansatz, dass sie nochmal diesen Back-Katalog so etwas aufgearbeitet haben. Aber mussten sie wahrscheinlich auch, weil ich glaube, zu der Zeit gab es nicht mehr so viele Neuerscheinungen. Haben alle auf die nächste Generation gewartet. Und da muss man natürlich jetzt dann irgendwie müssen wir noch den alten Lagerbestand abverkaufen. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt. Kirby's Dream Course, ja, das ist, glaube ich, so eine Art Marble Madness Klon, bin mir aber nicht so unbedingt sicher, ehrlich gesagt. Irgendwie schon, glaube ich, oder? So Marble Madness, dass man hier so rumkullern muss, oder ist das, ich habe es noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ich meine, das Kirby ist schon cool, aber ich meine, das wäre so Marble Madness Klon. Zumindest würde das jetzt hier vom Level Design her so für mich sprechen. Also ich weiß natürlich, dass es das Spiel gibt, aber ich habe es persönlich noch nie gespielt. Es könnte auch mit Löchern so eine Art Minigolf-Spiel sein. Da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Ich muss mir da, glaube ich, hier nach mal ein Let's Play oder sowas anschauen. Gut, dann sind wir hier bei den Tipps und Tricks. Ne? Hier geile Mega Man, Passwörter, Donkey Kong Country, Pack and Time, Theme Park. Oh cool, keine Geldprobleme. Ist neben der MTV Frisia Lindholm. Okay, was hat der Melf Krupa denn gemacht? Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe ja mit Martin Kohlbacher, einem Fan des FC Bayern München, vorgestellt haben, präsentieren wir euch diesmal einen aktiven Kicker eines absolut ebenbürtigen Vereins. Melf Krupa spielt für den, haltet euch fest, MTV Frisia Lindholm. Das war ironisch gemeint, oder? Doch genauso gern wie der auf dem Platz spielt der 12 Jahre alte Melf Fußball auf seiner Super Nintendo Spielekonsole. Natürlich FIFA 96. Ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber ich glaube, das ist eine Dorfmannschaft, oder? Korrigiert mich, vielleicht war das irgendwie Mitte der 90er ein Geheimtipp und beim Pokalspiel irgendwie Bayern-Konkurrent, aber ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Aber cool. Aber hier machen sie natürlich noch ein bisschen Werbung für den Top Secret Spieleberater. Sehr cool. Ach, schönes Poster mit Kirby. Geht immer. Ich mag Kirby. Ihr wahrscheinlich auch. Und das haben wir auch für FIFA. Hey. Ja. Boah. Ihr wisst, ich bin der größte Fan von Sportspielen. Die sind alle tipptopp gealtert und kann man immer wieder, selbst jetzt noch nach 25 Jahren, tipptopp spielen. Kann man so unterschreiben, gehören ja auch nicht immer, freudscher Versprecher, gehören ja auch immer zu den meistgesuchtesten Spielen, wenn man so eine Retro-Konsole sammelt. Ne? So, boah, du hast ein FIFA 96 in deiner Sammlung, Respekt. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, das war jetzt Ironie. So Sportspiele sind immer scheiße gealtert, weil die natürlich immer sehr auf der aktuellen Technik aufbauen. Und vor allem bei FIFA, da gibt es ja jährlich neue Ableger. Es gibt keinen Grund, das jetzt noch zu spielen. Vor allem, also ich habe keine Ahnung, wie es spielt. Wie gesagt, sportspielemäßig bin ich nicht mal ansatzweise der Profi. Ach, jetzt haben sie hier Toy Story und ich lenke es ab, bevor ich ins Sparfilm komme. So ist das. So. Toy Story für Super Nintendo, genau, was hier etwas abwechslungsreicher ist, was man vielleicht auch hier sieht. Auch hier bin ich jetzt kein Superfan von den Plattformer-Einlagen, ist aber ganz gut gemacht.
Und vielleicht, was ich hier euch gezeigt habe, haben sie ja auch ein Level, wo man rumheizt. Natürlich nicht, weil, keine Ahnung. Ich habe das Spiel doch getestet. Zeigen sie das nur nicht? Wahrscheinlich. Hoffe ich. Obwohl, das ist alles Stage 1, ne? Ich dachte schon, ich bin irgendwie komplett besteuert geworden. Das funktioniert auf den Super Nintendo auf jeden Fall wesentlich, aber wirklich wesentlich besser als auf den Game Boy, vertraut mir. Wirklich, wenn ihr die Auswahl habt auf dem Game Boy, ist es halt ein schlechter mittelmäßiger Plattformer. Also es ist nicht so, dass es eine Komplettkatastrophe wäre wie Gremlins Unleashed oder irgend sowas. Oder Gremlins 2 hieß er, so. Aber gut, ist wirklich anders auf dem Game Boy. Auf Super Nintendo ist das durchaus vernünftig. Kirby's Block Ball, ja, ist ein super Flipper. Macht sehr viel Spaß. Ist es das? Nee. Hä? Ich hab's gerade verwechselt mit Kirby's Pinball. Oh, peinlich. Ganz ehrlich, den Titel habe ich noch nie gespielt. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Sieht aber wie so ein Breakout-Klon aus. Ne, hier Paddel, wahrscheinlich ist ein Kirby der Ball. Bam, bam. Hier wieder der Baum als Endgegner. Warum kenne ich das Spiel nicht? Panda? Du willst Retro-Experte sein. Ich bin gerade echt schockiert. Ich bin auch nie drüber groß gestolpert. Ich bin erst ja auf der Pixelbörse in Düsseldorf jetzt nächsten Monat. Da muss ich definitiv auch da mal nachgucken, ob mir das irgendwie unterkommt. Weil Breakout, so für eine kleine Runde zwischendurch, geht das Spielprinzip eigentlich immer. Und wenn man hier sieht, da gibt es anscheinend so Bosskämpfe und sowas. So ein bisschen mit Kirby-Charme stelle ich mir das durchaus vernünftig vor, ehrlich gesagt. Bonusspiele natürlich und so weiter. Ja, warum nicht? Ne? Also ich habe gerne Alleyway auf den Game Boy gespielt und das Miss Kirby, warum nicht? Donald in Maui Mallet, auch ein super Spiel, hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Es hat so ein bisschen als Setting so dieses Hawaii-Mystische. Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir damals der SNES Maniac mal empfohlen und da hatte ich auch einen Test gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle und Grüße an dieser Stelle auch auf jeden Fall, falls du das hier gucken solltest. Finde ich ein super Spiel, macht sehr viel Spaß, ist ein sehr schöner Plattformer, der grafisch auch sehr gut ist. Also Plattformer ist es ein gehobener Plattformer. Grafik ist spitze, finde ich persönlich. Und so ein bisschen das Feeling und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Man sieht, es halt so ein bisschen alles so ein bisschen so Karibik, Voodoo, Miami-mäßig. Passt sehr gut, finde ich, zu Donald. Hat, glaube ich, jetzt keine Zeichentrickvorlage. Wurde jetzt eigens für das Spiel kreiert. Korrigiert mich, vielleicht gibt es da irgendeinen 5-minütigen Zeichentrick Kurzfilm oder sowas. Ich weiß es nicht. Pinocchio, finde ich auf den Super Nintendo super, hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Haben sie auch auf den Game Boy natürlich portiert, weil ne, was auf den Super Nintendo erfolgreich ist, muss auch auf den Game Boy portiert werden. Das ist Gesetz. Und hier haben sie es ganz gut portiert. Also natürlich den komplett super Charme der Vorlage fängt es natürlich nicht ein. Ist ja logisch. Game Boy, schwarz-weiß, sage ich mal, und so weiter, geht das natürlich nicht. Sie haben es aber versucht, runter zu portieren, runter zu skalieren, und das ist ganz okay gelungen, finde ich. Tim in Tibet sagt mir nichts. Ist, glaube ich, auch so eine Art Action-Adventure, ne? Glaube ich, so ein Sidescroller-Adventure oder Plattformer. Also diese Tim und Struppi Zeichentrick-Universum, das war nie so meins. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, ehrlich gesagt. Aber nun ja, deswegen tut mir leid, wenn ich euch da jetzt keine tieferen Einblicke gebe. Ich kann euch einfach dazu nichts sagen. Und bevor ich irgendeinen Unsinn quatsche, sage ich lieber gar nichts. Das Comic, wie immer, ich halte es euch mal kurz. Wenn ihr es lesen wollt, drückt die Space-Taste, wenn ihr auf dem Computer guckt oder pausiert. Dann könnt ihr hier kurz lesen. So. Ein Riesen-Yoshi. Ja, natürlich cool, ne? Ich lese es nicht mit euch, ne? Also, ihr könnt, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne diese Comics in schlecht nachgemachten Stimmen vorlesen, aber da habt ihr nichts von, sondern werdet dann aus Verzweiflung stumm schalten und ich wahrscheinlich auch nicht. System Charts, Game Boy, Zelda, klar, Donkey Kong Land, ja, ob das so sein musste. Kirby's Dream Land 2, Mystic Quest, oh, Super Mario Land 3, Donkey Kong, Asterix Obelix, Adventures of Lolo,
ich wusste gar nicht, dass das so populär war. Pinocchio, Wario Blast, Street Fighter 2, DuckTales 2, wow. Tetris, Toy Story, Tetris Blast, Pack and Time, Super Nintendo, Yoshi's Island, Diddy Kong Quest, Zelda 3, Secret of Evermore. Kein Secret of Mana, nicht vor Secret of Evermore, wahrscheinlich weil das neuer war, nehme ich mal an. Earthworm Jim, Donkey Kong Country, da Secret of Mana, Breath of Fire 2. Man sieht schon, da waren schon damals die Rollenspiele super, super populär. Ne? Mario Kart, Metroid, Great Circus Mystery, Illusion of Time, bla bla bla. Demon's Quest, für so frühen Titel nicht verkehrt. Würde ich so unterschreiben, sieht da ganz gut aus. SNES Fußballcharts ist ja halt drollig. Soccer Shootout, da haben sie nicht ihr eigenes Spiel, wie hieß das noch? Keine Ahnung, was alles da coolen ist. A Link to the Past, haben sie hier nochmal so eine kleine Mini-Doku, das ist ja drollig. Das ist ja cool, dass sie so mal ein bisschen, um das neu zu pushen, nehme ich mal an, nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gemacht haben. Die Entstehung. 4 Jahre lang haben Nintendo-Spezialisten auf diesen 8 Megabit gearbeitet. Das glaube ich. Das 4 Jahre, dass das da reingekommen ist. Ach cool, das ist hier, das Schloss ist aus einem realen Vorbild entstanden. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Schon cool. Die Stimmung, es ist Nacht. Regen prasselt auf das Dach und in der Ferne ist leises Donnergrollen zu hören. Das stimmt. Das hat mich auch damals beeindruckt, dass da diese Regeneffekte und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick immer gar nicht so dramatisch. Es macht aber viel, viel Stimmung. Die Legende. Link in Action. Wirbelattacke, Rennen und so weiter, was man hier alles Tolles kann. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja. Hier hat jemand selber ein Suchbild gemalt. Auch cool. Coole Sache. Und dann sind wir schon mal durch. Wunderbar. Schöne Ausgabe. Wie gesagt, war natürlich so ein bisschen Themenflaute bei denen. Deswegen natürlich so einige Rückwärtsblicke, nenne ich es mal. Schöne Ausgabe. Gefällt mir. Und wie gesagt, schamlose Eigenwerbung zu dem Buch. Kommt denn so in 1-2 Wochen genauere Infos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine guten Menschen. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.